Nach dem Massaker in einer Highschool in Florida ist in den USA die Waffendebatte voll ausgebrochen und zu führenden Proponenten in dieser Debatte werden die Überlebenden des Blutbades an einer Highschool im Ort Parkland in Florida. Die Schüler haben sich formiert, sie haben in einer Anzahl von Reden Washington angegriffen. Sie haben mit Vorträgen und Auftritten bei Kundgebungen den Druck erhöht, besonders auf US-Präsidenten Donald Trump und die Republikaner im Kongress. Offensichtlich ist hier möglicherweise eine neue politische Bewegung sogar entstanden. Die Schüler verlangen, es muss Schluss sein mit dem Waffenwahn in Amerika. Zu viele unschuldige Menschen seien gestorben. Jetzt planen die Schüler eine Demonstration, einen Marsch auf Washington am 24. März. An dieser Kundgebung sollen Tausende Schüler aus ganz Amerika teilnehmen, wurde versprochen. Inzwischen geht auch die Debatte weiter um das Verhalten von US-Präsidenten Donald Trump nach dem Massaker. Das US-Staatsoberhaupt trat hier von einem Fettnapf in den nächsten. Zunächst sorgte sein Auftritt in einem Spital für negative Schlagzeilen. Donald Trump hatte dabei eine Überlebende besucht. Er stellte sich dann auf mit First Lady Melania zu einem Gruppenfoto, wo er den Daumen nach oben zeigte und grinste. Völlig unangebrachte Aufnahmen, die hier verbreitet wurden. Donald Trump sah hier aus wie ein Urlauber, der sich über einen Urlaubstrip freut. Völlig unangebracht. Donald Trump hat mittlerweile das Massaker in Florida auch mit seinem eigenen Skandal Kremlgate in Zusammenhang gebracht. Er hat die Bundespolizei FBI kritisiert, wonach das FBI einen Tipp über den Killer Nicholas Cruz ignoriert hätte. Das zugegebenermaßen eine schwere Panne der Bundespolizei. Donald Trump allerdings twittert jetzt, dass diese Panne passiert wäre, weil das FBI zu viel Zeit vergeude mit den Untersuchungen in der Russen-Causa. Ein wirklich haarsträubender Zusammenhang. Auch die Reaktionen auf diese Entgleisung von Trump sind gewaltig. Ein Abgeordneter nannte den Präsidenten sogar einen Psychopathen, der hier den Tod von 17 Menschen für eigene politische Zwecke ausschlachten würde. Die Spannung in den USA ist also aufgeheizt und natürlich auch die Liste der Pannen der Behörden wird immer länger. Wie gesagt, das FBI hatte Anfang Jänner einen Tipp bekommen von einem Insider, von einem Bekannten von Cruz, wo vor dem jungen Mann als gewalttätig gewarnt wurde. Jetzt wurde auch bekannt, dass der US-Staat Florida im Jahr 2016 eine Untersuchung durchgeführt hat. Die Fürsorge hatte den als schwierig und gestört beschriebenen Teenager besucht, dann allerdings in einem Bericht festgehalten, dass er nicht gefährlich sei. Aufgrund auch dieser Unterlagen konnte der junge Mann ganz legal und ohne Probleme ein Sturmgewehr kaufen, mit dem er das Massaker verübte.